Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Positive Alltagskompetenz. Mein Name ist Martina Gebhardt und ich bin Ergotherapeutin. Ja, jetzt ist die Zeit, wo viele entweder fängt den Übergang in die Oberstufe, in die weiterführende Schule oder auch in Lehrstellen oder ins Studium machen. Dabei ist nochmal auch wichtig, finde ich, sich bewusst zu machen, dass gerade autistische Menschen es sehr schwer fällt, dieses sogenannte Multitasking, wo ja auch eigentlich erwiesen ist, ist sowieso nicht gut fürs Gehirn. Aber autistische Menschen, deren Gehirn reagiert sowieso dann gleich gesünder, können es einfach nicht. Wenn sie von einer Sache unterbrochen werden, kommen sie schlecht zurück. Das heißt, immer eins nach dem anderen. Das ist ganz wichtig, auch wenn ich diese Übergänge jetzt mache, mir das gut so zu sagen, so jetzt komme ich erstmal an, mache mich mit den Sachen vertraut, mit meinen Aufgaben und erledige einfach wirklich eins nach dem anderen. Ich verzettel mich nicht, weil das macht mein Gehirn, läuft dann nur heiß und dann geht gar nichts mehr. Sich gut angucken, planen, was brauche ich, was sind jetzt die Anforderungen an mich, welche Aufgaben, kommunizieren auch mit der jeweiligen Gruppe, in der ich mich dann befinde, ob in Schule, Studium oder Beruf, dass es mir wichtig ist, nur eine Aufgabe zur Zeit zu erledigen, dass sonst ich immer wieder rauskomme und ich auch nicht zu meiner Aufgabe gut zurückkomme und mich das dann stresst, weil ich keine Aufgabe richtig fertig bekomme. Deswegen ist es wichtig, das auch zu kommunizieren und für sich zu sorgen, ich brauche eine Aufgabe zur Zeit. Die kann ich dann auch gut und perfekt und ordentlich erledigen und dann kann ich die nächste angehen. Und da sich auch gut strukturieren, gerade besonders auch beim Studium, ist es schnell die Gefahr, dass ich mich verzettle, weil ich muss viel planen, so dann immer wieder runterholen, so was ist jetzt dran, was ist jetzt die Aufgabe, was ist dann als nächstes dran. Und dann gelingt mir das besser und ich nehme mir eine Menge Stress. Also sorgt da für euch und achtet gut drauf, dass ihr wirklich immer nur eine Sache zur Zeit macht. Ich wünsche euch einen guten Start bei allem, was ihr jetzt gerade startet.